Hunderttausende Touristen drängen sich jedes Jahr um den schiefen Turm von Pisa, um coole Fotos zu schießen. Aber wer kann wirklich verhindern, dass der Turm kippt? Der Turm ist eines der Wunder von Pisa und gilt als eines der berühmtesten Beispiele mittelalterlicher Architektur. Als man im 12. Jahrhundert mit dem Bau des Glockenturms begann, war es ungewöhnlich, dass er nicht direkt neben dem Dom stand. Doch nicht nur das macht den Turm so einzigartig. Ursprünglich hatte niemand geplant, dass der Turm schief stehen würde, aber schon kurz nach Baubeginn neigte er sich wegen des weichen Bodens unter dem Fundament nach Süden. Der Turm konnte das Gewicht des schweren weißen Marmors nicht tragen und begann zu sinken. Um die Neigung auszugleichen, wurde jedes Stockwerk schräg gebaut. Als 3 der 8 Stockwerke fertiggestellt waren, wurde die Neigung so offensichtlich, dass die Bauarbeiten unterbrochen werden mussten, um das Problem zu lösen. Aufgrund eines Konflikts zwischen Pisa und dem Stadtstaat Genua wurden die Bauarbeiten für etwa 100 Jahre unterbrochen, was ausreichte, um den Boden in einen stabileren Zustand zu bringen. Ein neuer Architekt übernahm die Leitung und 1372 wurde der Turm mit einer Neigung von 1,6 Grad fertiggestellt. Eine populäre Legende besagt, dass Galileo Galilei, ein berühmter italienischer Astronom und Physiker, 2 verschiedene Gewichte vom schiefen Turm von Pisa fallen ließ, um zu beweisen, dass leichte und schwere Gegenstände gleich schnell fallen. Wenn das stimmt, fand das Experiment statt, als der Turm bereits um etwa 3 Grad geneigt war. Fast 300 Jahre später wollte ein Architekt, der am Turm arbeitete, die kunstvollen Schnitzereien am Sockel zur Schau stellen, um den Wert des Turms zu steigern. Leider führte dies dazu, dass sich der Turm stärker neigte als je zuvor. Ups! Dennoch hat das Wahrzeichen von Pisa mindestens 4 schwere Erdbeben überstanden. Die Verformbarkeit des Bodens verhinderte, dass der Turm mit den seismischen Bewegungen mitschwang. In den 50er Jahren, als sich der Turm bereits um 5,5 Grad geneigt hatte, beschlossen die italienischen Behörden, Experten zu Rate zu ziehen, um den Turm vor dem völligen Einsturz zu bewahren. Aus aller Welt wurden Ideen zur Erhaltung des antiken Bauwerks gesammelt und ein internationales Komitee gegründet. Schließlich kam das Team auf die Idee, den Boden unter dem nördlichen Fundament des Turms abzutragen, um ihn wieder aufzurichten. Nach Computersimulationen wurde der Plan in die Tat umgesetzt, indem Stahlbänder um die erste Ebene des Turms gewickelt wurden, um den Stein zu schützen. An der Nordseite des Turms wurden Bleigewichte mit einem Gesamtgewicht von mehr als 800 Tonnen angebracht und mit Seilen verbunden, die tief im Boden verankert wurden. Dann begann man, den Boden Stück für Stück abzutragen, um den Turm gegen die Neigung zu ziehen. Diese Methode wurde über mehrere Jahre an 41 verschiedenen Stellen rund um den Turm angewandt. Ausdauer war gefragt. Im Mai 2008 war es endlich soweit. Der Turm stand wieder gerade. Er hatte insgesamt 48 cm an Neigung verloren. Nicht schlecht. Die Ingenieure gehen davon aus, dass der Turm noch mindestens 200 Jahre stehen wird und mit der Technik der Zukunft leicht repariert werden kann, um weitere 800 Jahre zu halten. Vielleicht finden Roboter sogar einen Weg, ihn für immer zu erhalten. Alles in allem muss man sich also um den schiefen Turm von Pisa keine Sorgen machen. Aber die Zukunft der anderen schiefen Türme auf der Welt bleibt ungewiss. Jahrelang galt der Kirchturm von Suurhusen in Deutschland mit einer Neigung von 5,19 Grad als der schiefste Kirchturm der Welt. Der Turm wurde vor mehr als 625 Jahren aus Granit auf einem sumpfigen Untergrund mit einem Fundament aus Eichenstämmen errichtet. Das Wasser im Boden hielt den Turm stabil. Doch als der sumpfige Boden im Laufe der Jahrhunderte austrocknete und das Holz verfaulte, begann der Turm zu kippen. Der Turm musste gesperrt werden, um ihn zu verstärken und wird seitdem wieder sicher als Kirche genutzt. Im Sommer 2022 wurde jedoch ein anderer deutscher Kirchturm, der mittelalterliche Wehrturm von Gau-Weinheim, mit einer Neigung von 5,42 Grad zum schiefsten Kirchturm der Welt erklärt. Seine Glocke läutet noch heute 3-mal täglich. Auch der berühmte Uhrenturm Big Ben in London neigt sich zu einer Seite. Big Ben ist der Name der Glocke im Inneren des Turms, der 2012 in Elizabeth Tower umbenannt wurde. Heute neigt sich der Turm um etwa 1/4 Grad nach Nordwesten.
Das klingt auf den ersten Blick nicht viel, könnte aber auf Dauer instabil werden. Über die Ursache der Neigung rätseln die Experten. Eine mögliche Theorie: Der Londoner Lehm, auf dem Big Ben steht, trocknet aus. Der Wächter der großen Uhr schätzt, dass es 4000 bis 10.000 Jahre dauern könnte, bis die Schieflage zu einem ernsthaften Problem wird. Ich habe Zeit, ich kann warten. Ein weiteres berühmtes Bauwerk ist der Glockenturm von Brügge, ein wahrer Überlebenskünstler. Ende des 15. Jahrhunderts wurde der Turm von einem Blitz getroffen, der die Spitze in Schutt und Asche legte und die Glocken zerstörte. Zwei Jahrhunderte später fiel auch der neu errichtete Turmhelm einem Brand zum Opfer. Das heutige Aussehen des Turms ist das Ergebnis mehrerer Rekonstruktionen. Heute beherbergt der Turm 47 Glocken, die einst eine wichtige Rolle im Leben der Stadt spielten, indem sie den Feueralarm, die Arbeitszeit und wichtige Ereignisse einläuteten. Wer sich an der Neigung von 1,2 Grad nicht stört, kann den Turm besteigen und die Aussicht von oben genießen. Und wer glaubt, dass sich nur mittelalterliche Bauwerke ungefragt neigen, sollte einen Blick auf den Millennium Tower in San Francisco werfen. Der Wolkenkratzer, das höchste Wohngebäude der Stadt, bietet seinen Bewohnern Luxuswohnungen, neigt sich aber um mehr als einen halben Meter nach Norden und Westen und sinkt langsam mit einer Geschwindigkeit von 7,6 Zentimetern pro Jahr in den Boden. Ohne Gegenmaßnahmen könnte die Neigung bis zu 101 Zentimeter betragen und zu Problemen mit Aufzügen und Sanitäranlagen führen. Die Neigung ist höchstwahrscheinlich auf einen Konstruktionsfehler zurückzuführen. Als mögliche Lösung sollen 18 Stahlrohre tief in den Fels unter den Turm getrieben werden, um die Neigung zu stoppen oder zumindest zu verringern. Es gibt Gebäude, die absichtlich schief gebaut wurden. Eines davon ist der Capital Gate Tower in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate. Mit einer Neigung von 18 Grad ist er das steilste jemals von Menschen gebaute Gebäude und hat 35 Stockwerke. Sein Design soll die Verschmelzung von Meer und Wüste symbolisieren, wobei die Hauptkonstruktion einer Sandspirale und das geschwungene Vordach einem Wasserstrahl ähnelt. Jedes Stockwerk und jeder Raum im Inneren hat aufgrund dieser einzigartigen Form des Turms eine individuelle Größe und Form. Der höchste bewusst schiefgebaute Turm ist der Montreal Olympic Stadium Tower in Kanada. Er ist nur halb so hoch wie der Eiffelturm, hat aber eine Neigung von 45 Grad. Er sieht ziemlich wackelig aus, trägt aber dank seiner Konstruktion den Großteil des Dachgewichts des Hauptgebäudes. Ursprünglich für die Olympischen Spiele 1976 geplant, wurde der Turm erst später fertiggestellt. In den obersten drei Stockwerken des Turms befindet sich ein Observatorium mit einer atemberaubenden Aussicht von bis zu 80 Kilometern in alle Richtungen. Eine Standseilbahn bringt dich hinauf, aber mach dich auf eine zweiminütige Fahrt gefasst. Keine Angst, du kannst dich bei mir abstützen.